Hallo, 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 hier ist ein neues Action-Video von Shoki Banoki. Wir gucken uns heute ein Video mit Rezo an, beziehungsweise mit Katja Krasavitz immer wieder. Also beide gleichzeitig, ne? Ja. Gibt's das? Gibt's das, das gibt's. Und wir gehen nach dem Intro natürlich direkt ins Video. Achtung, es geht los. Bin mal gespannt, was er da jetzt hier... Das ist bestimmt ein Video, wo... Katja Krasavitz macht sich kaputt, wie das von der CDU so ähnlich sein. Macht sich kaputt? Schafft sich kaputt. Schafft sich kaputt an was. Ja. Ja. Jedenfalls hier, da sehen wir die Katja. Die hat ja... Wodka im Blut. Wodka im Blut, genau. Katja, Katja, Wodka im Blut. Schön, kannst du singen. Üb das mal. So, Achtung. Los geht's. Guck mal hier, die, oh, Buzzer, die haben da auch die Buzzer. Genau die gleichen. Juhu. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Zweitkanal, der da heißt Rezo. Ja lol, Alter, ey. Nochmal, nee, Rezo. Ja lol, ey. Ja lol, ey. Erstmal, ich habe einen tollen Gast heute dabei, nämlich mal wieder die liebe Katja. Und was spielen wir heute? Katja, möchtest du das Spiel erklären? Nee, kannst du nur mal sagen, wie es heißt, dann nachher gleich. Es heißt... Kann es sein, dass sie zugenommen hat? Oben rum, meinst du? Nee, nicht nur obenrum. Also grundsätzlich hat die ein bisschen zugelegt, oder? Nee. Also in den letzten Videos war sie ein bisschen schlanker. Guck immer nicht so genau. Guck's nicht so genau. Yes. Würdest du? Ich kann gerne das Spiel mal aus dem Off erklären. Ich stelle zwei Arten von Fragen. Entweder würdest du eher X oder Y nehmen oder würdest du die Sache, die ich vorlese, machen? Okay, okay. Let's go. Einfach so würdest du fragen. Ja. Easy. Okay. Bist du bereit? Ja. Du kannst dein eigenes Pokémon haben. Ja. Aber das Pokémon greift dich manchmal random an. Never. Stirbt man davon? Kommt auf das Pokémon an, ne? Ich kenne mich damit nicht aus. Die meisten Pokémon sind voll tödlich. Ich will kein Pokémon, für was? Es gibt doch Pokémon, die gar nicht so heftig sind. Kann Anton irgendwas? Ja, der Kopf explodiert manchmal. Ich habe keine Ahnung davon. Nee, ich glaube, jedes Pokémon kann ich umbringen. Ey, ich würde nicht mal wollen, dass ein mittelgroßer Hund mich angreift. Ständig. Ja, das ist doch... Digi! Okay, nächste Frage. Was ist denn jetzt die Diskussion gewesen gerade? Was soll das denn? Kannst du mir mal die Diskussion wiedergeben in deinen Worten? Also da ging es jetzt darum, ob ein Hund sich kriegen oder ob dem der Kopf explodieren kann. Ach so! Ja, ich hab's gar nicht begriffen. Danke, dass du nochmal erklärt hast. Hä? Ist immer mega lecker, aber... Moment, ich muss mal kurz zurückspulen. Nächste Frage. Egal, was du isst, ist immer mega lecker, aber du hast immer richtig dick Hunger. Würde ich never machen. Was? Es gibt... Was ist nochmal? Ich kapier das Spiel, glaube ich, gar nicht. Nochmal von vorne. Immer mega lecker, aber du hast immer richtig dick Hunger. Würde ich never machen. Was? Es gibt genug leckere Sachen und da hat man keinen Hunger. Ja. Aber du kannst auch die gesündesten Sachen, die vielleicht eklig schmecken, dann immer essen. Er ist immer so ein Trick. Ja, das Ding ist, weil du immer Hunger hast, isst du dann diese Sachen ganz, ganz viel. Mhm. Und dann wirst du ja wieder fett und das ist wieder nicht gut für den Körper. Dann kann man aber ein BBL machen. Ein was? Absaugen lassen. BBL. Brazilian Butt Lift. Brazilian Butt Lift heißt Fett aus dem Absaugen. Hier Fett raus und dann Arsch rein. Ach so, überall. Anders raus. So wie alle Insta. Das, was ihr anfasst, wo ihr drauf spankt, das ist alles aus dem Bauch. Hast du das auch schon gemacht? Nee. Hast du dir irgendwas schon meinen Arsch Doch, das hat. Gemacht. Weißt du, wer das gemacht hat? Wie heißt denn der? Der ist kürzlich gestorben. Griechische. Wie heißt der denn noch? Roland Kaiser. So ein Schlager-Heini. Griechischer Wein ist Roland Kaiser. Ach nee, der Costa Cordalis. Der hatte doch sich aus dem Arsch Fett rausnehmen lassen und hat sich hier in die Wangenknochen reinspritzen lassen. Und hat der Rab damals gesagt bei seiner Fernsehsendung, erst Gesicht im Arsch, dann Arsch im Gesicht. Und da ist so tierisch drüber aufgeregt. Da fand ich den Aufreger noch geiler als das, was der Rab gesagt hat. Ich habe mich da so beäumelt drüber. Ja. Aber das, was die sagen, macht überhaupt keinen Sinn. Weißt du, was das ist? Dieses Spiel ist für mich Tutti Frutti 2.0. Ich verstehe es nicht. Ja, erinnerst du dich damals hier mit Rio Reiser oder wer das moderiert hat? Nee, Hugo Jambalda. Ja, meine ich doch. Rio Reiser. Weißt du, wer Rio Reiser war? Das alles. Ja, das war Rio Reiser. Und dann habe ich Tutti Frutti gemacht. Ja, nee, aber der sah so ähnlich. Das Erdbeermehl. Fimilimilim. Ja, ja. Chin 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 chin. Ja, das ist aber das war echt das war 1982, glaube ich, oder sowas. Für YouTuber ist das ein bisschen. Ja, nee, das war RTL 1 gab's nur damals. Oldschool, ja. Ja, das war aber neuer Kanal damals. Der war damals ganz ganz frisch. Der war auch voll Trend, ja. Kabelfernsehen. Kabel, war das schon Kabel? Das war Kabelfernsehen. Wir hatten so eine Satellitenschüssel, ich glaube sogar, die war selbst geschnitzt aus einer alten Salatschüssel, ja. So, also es geht weiter. Das Spiel heißt Würdest du?
Ja, Cody, aber nicht perfekt. In die Arschbacken, meinst du? Nein. Würdest du lieber ein Superheld oder ein Superschurke sein? Schurke. Superheld oder Superschurke? Superheld. Kommt auf wann was. Obwohl, als Superheld kannst du ja auch Kacke sein. Du musst nämlich, darfst du nicht so zeigen. Es gibt ja helle und dunkle Helden, wie zum Beispiel Batman, ist eher so ein bisschen verrucht. Superman ist hier so voll der Positive. Aber als Superheld musst du aufpassen beim Poppen, ne? Wieso? Ja, wenn du so Kraft hast. Oh, Sprengungsgefahr. Super Schurken haben es viel besser als ein Superheld. Okay, du wärst Schurke. Ich glaube, ich würde Superheld lieber sein. Das heißt, okay, wir würden dann fighten. Ja, chillig. Was wäre deine Lieblings-Superkraft, die du dann hättest? Irgendwas Sexuelles. Ich würde Blowjobs geben, wo Leute sterben. Aber die wollen es trotzdem. Was? Was? Das habe ich nicht verstanden. Was hat sie gesagt? Sie will Blowjobs geben, bis die Leute sterben. Also, aber sie wollen es trotzdem. Ja, genau. Also sie... Das wissen sie ja vorher nicht. Ja. Das heißt, wenn sie dran saugt, hat sie so einen starken Zug, dass sie dir die Lungenflügel quasi da raussaugt. Und mit raussaugt. Mit raussaugt. Und wenn du auf einem Bett liegst mit einem Betttuch, dann wird das Betttuch auch noch ein bisschen in dir verschwinden. Wenn du verstehst. Ja. Gibt ja Frauen, die saugen einen Golfball durch 20 Meter Kompressorschlauch. In die Richtung geht's. Ja, das wäre ihr... ihre Superkraft. Ihre Superkraft. Und, kennst du meine Superkraft? Hm. Ich kann pupsen und wegrennen. Super. Aber nicht weit, nicht schnell. Blowjobs geben, wo Leute sterben. Aber die wollen es trotzdem. Ja, siehst du. Ich kann nicht wieder stehen. Gute Antwort, okay. Okay, ich hätte Laseraugen oder so. Ja, was hättest du? Jetzt, ich hätte sonst irgendwas gesagt, wie super stark sein, aber jetzt muss ich ja nachlegen. Jetzt muss ich sowas Abgefahrenes sagen. Das ist schwierig. Weißt du, was ich cool fände? Irgendwie so Zeitspielereien. So Zeit runterslowen, ja, cool, oder anhalten oder so. Ich glaube, da wäre ich am Start. Cool. Okay. Die guckt sich andauernd selbst auf die Dinger, ne? Ah, ja, also ich gucke mittlerweile gar nicht mehr auf die Dinger, weil das ist ja irgendwie so. Ja, dasselbe. Aber sie guckt sich selbst andauernd auf die Dinger, die krasse Witze, ne? Ja, die will halt, dass die unheimlich gut rauskommen, ne? Ich gucke mir so auch nicht mehr auf meine irgendwie. Hey, nächste Frage, die könnte sehr interessant sein, weil wir jetzt hier zwei Musiker auf der Couch haben. Oha! Oh, das ist aber nett gesagt. Doch, ja, aber echt nett. Ich kann nicht so sagen. Nee, aber ich finde das voll gebrannt, ja. Du könntest mega artsy Musik machen mit einer dicken Message und sowas. Und das wird vom breiten Mainstream mega gefeiert. Aber niemand weiß, dass die Musik von dir kommt. Safe. Hä, aber kann ich dann live auftreten? Nee. Ich darf nicht live auftreten. Du hast aber deine Erfolge trotzdem, oder nicht? Du verdienst doch Geld. Ah, ich dürfte auftreten mit einer Maske. Darfst du nicht. Ich darf nie live auftreten. Richtig, weil ein Marshmallow feiert sich ja trotzdem, weil Leute wissen ja, dass die Musik vom Marshmallow ist. Dann bin ich raus. Ab dem Punkt, wo ich Mucke nicht live spielen kann, will ich die Mucke nicht machen. Das ist spannend, weil wir so auseinandergehen manchmal. Ja, aber es ist cool. Ja. Das ist so das Coolste, was es überhaupt gibt. Das ist der Titel ohne Mittel, aber im positiven, umgekehrten Sinne. Wenn du berühmt wirst, weil du gute Musik machst, aber nie live auftrittst und die Leute dich nicht erkennen, dann bist du berühmt, kriegst die Kohle dafür, kannst aber trotzdem Samstagvormittag in Frankfurt auf die Zeil gehen, ohne dass dich jemand erkennt. Das ist doch perfekt. Das ist doch Weltklasse. Das ist perfekt. Ja. Also du kannst, genauso wie der Crow, der weiß keine Sau, wie der heißt. Ja. Der hat Mörderkohle gemacht mit seinem Panda-Gezeugs da. Und wenn der mir beim Bäcker begegnet, weiß ich überhaupt nicht, wer das ist. Richtig, genau. Ich wackel immer so viel. Immer so. Richtig ADHS-Mensch, typisch Löwe. Typisch Löwe. Ganz typisch. Löwen haben immer ADHS und sind sonst was? Sehr gut. Sehr gut. Horoskop. Löwen sind sehr gut. Okay, nächste Frage. Du bekommst eine sehr heftige Gabe, die du dir selber aussuchen kannst, aber immer wenn du sie benutzt, bist du durchgehend am Furzen. Tschüss, Alter. Würde ich sofort machen. Ah, tschüss. Tschüss. Tschüss ist ja eine geile Reaktion. Weißt du, was das heißt? Ja, das ist türkisch. Ja, und was heißt das? Was das heißt, weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass viele Türken es sagen, irgendwie so tschüss. Das heißt so viel wie so, ach du je oder irgend sowas. Tschüss, das sagst du zu einem Esel. Wenn du was bewirken möchtest? Wenn du bewirken möchtest, dass er sich, dass sein Gang zurückschaltet. Also tschüss, tschüss, tschüss. Das ist wie wenn du, wenn wir Deutschen auf dem Gaul sitzen und machen brrrr. Das sagst du tschüss. Tschüss. Tschüss, Alter. Brrr, hat sie gerade gesagt. Ja. Aha. Das ist wieder so eine Sache, du musst es nicht benutzen. Ja, du hast wenigstens eine Gabe. Ja, genau, wenn es sowas ist wie Menschen heilen, die oder so, ja, dann furze ich halt oder dabei, während ich jemanden... Leute killen. Oder das, whatever. Ich sag's euch, Leute, das ist die Innovation der Zukunft. Genau. Meiner Aussage, man gibt da Blowjobs und furzt dabei. Mhm. Das ist ihre Gabe. Also sie da, für diese Gabe würde sie auch in Kauf nehmen, dass sie andauernd furzt. Also ich werde mal nächstes Mal darauf achten, wenn ich wieder Blähungen habe, was ich für Superkräfte dann entwickle. Es muss ja irgendwo dann auch
ein Kontextmenü geben. Ja, auf der irgendwie. Seite. Ja. Ich denke, wir Blowjobs geben. Ich will ja nichts sagen, aber Freud würde dazu was analysieren. Okay. Katjas Bad Boy-Name, wenn er der furzende Tod. Der furzende Blowjob-Tod. Du würdest währenddessen die ganze Zeit furzen. Ja. Okay, weiter. Okay, jetzt eine tiefgründige Frage mal wieder. Mhm. Du kannst eine verstorbene Person von den Toten wieder lebendig machen, aber die Jahre, die sie danach noch lebt, ziehen sich doppelt von deiner Lebenszeit ab. Was? Also du kannst auch aussuchen, wie lange die Person dann noch lebt. Ich würde es machen. Im Sinne von noch ein Jahr, noch zwei Jahre, aber zwei Jahre sind halt vier Jahre von dir. Das ist ja erstmal wieder nur eine Fähigkeit, die man nicht benutzen genau. muss. Genau. Wofür haben wir die Knöpfe? Wenn du jemanden hart vermisst, so... Das Ding ist halt, wenn du die Liebe deines Lebens irgendwann gefunden hast und ihr seid zusammen und stell dir mal vor, die andere Person würde sterben, ja. dann ist das ja kacke. Ja. Und auch wenn du stirbst, ist das auch kacke. Das heißt, es ist total optimopti, wenn du dann einfach sagst, weißt du was, ich würde eigentlich noch 50 Jahre leben, aber dann wenigstens miteinander noch 10 Jahre schön leben. Ich würde es für meine Familie eher machen als Liebe des Lebens, ne? Okay, nächste Frage. Du hast einen Duft, der dafür sorgt, dass jeder in deiner Nähe dich toller findet, aber du hast immer einen richtig dicken Popel in der Nase und der geht nie weg. Hey, warum würde ich wollen, dass ich... Scheiße, wie bescheuert ist die Frage eigentlich? Es ist ein Duft, der ist so wahnsinnig wichtig, dass ich so einen Popel in Kauf nehmen würde. Bescheuerte Frage. Redaktion, bescheuerte Frage übrigens. Irgendwelche toller finden, wen juckt das? Ja, uns finden schon alle toll. Genau, also warum fragst du uns sowas? Wir sind on top. Okay, du bist hier, wir sind da. Ey, du kannst nicht zwei Influencer fragen. Ja, wir finden uns schon maximal. Es gibt Leute, die stinken wie ein Wasserbüffel und haben trotzdem den Popel in der Nase. Ja, dann? Die haben sie es ja auch nicht ausgesucht. Nee. Das ist Leute, wie, die den Job machen, den wir machen, die haben doch eh schon sein, und trotzdem bist du nicht ganz sauber. Das ist, ne? Naja. Er redet gerade über seinen Job. Okay, hau rein. Mach nochmal kurz zurück. Wieso? Den wir machen, die haben doch eh schon psychischen Schaden. Das wir haben narzisstische Züge, wir haben neurotische Züge und wir haben Schaden. Und wir finden uns selber geil und tausend Leute sagen uns jeden Tag, dass wir geil sind. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Leute, die uns sagen, dass wir nicht geil sind. Das ist viel wichtiger. Ja. Okay, also ich stelle die Frage andersrum. Du hast einen Duft, der Leute, die dann hier sind, die finden dich kacke danach. Nein, du hast einen Popel in der Nase. Nein, wir brauchen Leute, die uns zurechtreißen finden. Das ist der Punkt. Du brauchst immer Leute, die in deinem Umfeld sind, die sagen, nee, das war gerade nicht geil. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Katja Krasserwitze Leute, die ihr sagen, dass sie nicht so geil ist und dafür auch eine Begründung haben, eigentlich gar nicht hören will. Ja, das geht ihm aber sicher aus. Ne? Bei ihm glaube ich es eher. Ja. Ja, ich glaube, der Rezo ist ja kein Doofer, finde ich. Also, was habe ich jetzt gesagt? Rezo ist kein Doofer. Suggeriert ja, dass sie doof wäre. Ich weiß nicht, ob sie doof ist, aber jedenfalls tut sie oft so. Das kann aber auch nur eine Masche sein, wie bei der Verona Feldgebüsch oder wie die da heißt. Feldgebüsch, genau. Ich glaube nicht, dass sie es hören will. Also hören wollte, wenn es so wäre. Dann mache ich ein 55-Minuten-Video gegen dich. Nächste Frage. Du kannst alles in deinem Kopf mit deinem Verstand googeln und auch mega schnell halt so, auf dann auch die Lösungen kommen. Aber jedes dritte bis fünfte Mal schreist du dabei ganz laut Penis. Ja, hey, ich schreie auch so Penis. Juhu! Ja, ist halt ein bisschen Tourette. Ja. Nicht so schlimm. Hat die doch auch wahrscheinlich. Das ist ja wieder so ein Ding, ich muss es ja nicht machen. Ja. Ich war mal auf einer Party, da hat ein Mädel die ganze Zeit irgendwie erzählt, wie toll sie im Bett wäre und dass sie so fies drauf sein müsste, weil in der Männerwelt kommt das total gut an und sowas und sie findet das toll gut, wenn man ihr ins Gesicht spritzt und so ein Zeug. Ich hatte sie die ganze Zeit erzählt. Ich habe sie irgendwann gefragt, sag mal, hast du Tourette oder was ist los? Sag mal, red doch ganz normal mal mit mir, da musst du nicht die ganze Zeit so Dinger da raushauen. Egal. Nichts machen, kann ich dann nur dann machen, wenn es echt wichtig Katja? Ist. Und dann schreie ich halt Penis. Nee. Mir ist so egal, was Leute von mir sagen. Ich gehe manchmal in Pyjama-Hose und so mit so einem T-Shirt, mit so Flecken drauf einfach raus, weil ich einen F*** gebe und mir denke, ey, ist doch egal, was Leute über mich denken. Ja, so letztens jemand den Buchstaben P mit Penis diktiert. Stimmt, vor ein paar Tagen rufe ich bei einer Hotline an, weil ich Support brauche geil, für meinen Server. Du hast gesagt, P wie Penis. Und ich habe gesagt, H wie und so. Ich habe buchstabiert. Geil. Weißt du, was das Lustigste war? Das war halt für Support für meinen Server, für den Shop und danach habe ich eine E-Mail bekommen von diesem Service-Mitarbeiter, der gesagt hat, ey, wir hatten gerade einen Call, ich wollte nur ganz kurz sagen, mega geiles Video gegen die CDU, dankeschön dafür, tschüss. Geil, Alter, feier ich. Du verliebst dich unendlich in eine Person. Als am Rumspiel mit ihren Dingern, als am Zurechtrücken und sonst irgendwas. Weil zu dem Thema, ich habe mal irgendwo angerufen, habe gesagt, mein Name ist... ich habe beim Restaurant angerufen, genau. Man sagt, ja, ich hätte gerne einen Tisch reserviert und so. Ja, Elert ist der Name, okay, alles klar. Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard, Theodor, Elert. Die kommen alle mit, oder? Und hat die tatsächlich Emil hingeschrieben, Heinrich hingeschrieben. Ach so, das Ludwig, sind deine Namen. Meine ganzen Namen, die ganzen Vornamen.
Und dann irgendwann hat sie gerafft, ach so, das ist buchstabiert, alles klar. Und dann hat sie mich am Ende gefragt, nee, das war eine andere, genau. Eine andere hat man irgendwann gefragt, hab ich gesagt, hier, Elert und so, sagt sie so, Herr oder Frau Elert? Höre ich mich an wie Frau Elert oder was? Und ihr so, Entschuldigung, egal. Oh Mann, ey. Die Person verliebt sich auch in dich zurück und ihr werdet alt und glücklich bis an, euch, an euer Leben. Was war die Frage, weißt du noch? Nee, ne? Ey, wir hatten gerade einen Call. Ich wollte nur ganz kurz sagen, mega geiles Video gegen die CDU. Dankeschön dafür. Tschüss. Geil, Alter, feier. So was ist mir mal passiert bei der Druckerei. Kleine Anekdote wieder nebenbei. Jetzt, ja. Nochmal. Pass auf, bei der Druckerei. Wir haben Stinkefinger-Einhorn das Buch gemacht. Okay. Ja? Und ich habe eine Mail gekriegt von einem Mitarbeiter von der Druckerei. Hat gemeint, geiles Buch, wir sind gerade dabei, hier die Farben da irgendwie so auszutarieren oder sowas, was sie da machen müssen, bevor sie drucken. Geiles Buch, wir lachen uns hier den Arsch weg, super, wollte ich mal irgendwie weitergeben. Genau das gleiche wie mit der CDU, egal, wurscht. Du verliebst dich unendlich in eine Person und die Person verliebt sich auch in dich zurück und ihr werdet alt und glücklich bis an euer Lebensende. Schön. Aber jeder bis auf eure Familie hasst euch. Hey, Digga, safe. Mir doch scheißegal, wer mich hasst. Also sonst alle in diesem Raum würde ich gerade richtig kacke finden. Ja und? Mir doch egal. Das Ding ist, du kannst ja auch so die Liebe finden. Ja, aber finden. Dann gehe ich mit dem das ist, weg. Das heißt ja nicht, dass du sonst nicht die Liebe findest. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich jemanden finde. Ich versuche es so. Ich werde ohne dieses Spiel auch meine Liebe finden. Was? Ich glaube nicht, dass ein Mensch für Monogamie gemacht ist. Und zu viele Menschen halten sich an Monogamie fest, was auch der Grund ist, warum sich die Leute trennen die ganze Zeit. Weil die einfach nicht miteinander ehrlich reden können und sagen... Der Mensch ist nicht zur Monogamie bestimmt, wollte sie sagen. Ja, und das ist auch der Grund... Weswegen sich so viele trennen. Weil du auf Monogamie bestehst in deiner Beziehung. Das wollte sie damit sagen. Du hast ein ganz schönes Einfühlungsvermögen, ja? Das ist so Empathie, ja? Okay. Hey, ich finde den geil, ich finde die geil, ich finde das geil. Und deswegen trennen sich alle. Und deswegen kann ich in der heutigen Zeit nicht glauben, dass es noch Beziehungen gibt, die lange halten, weil alle lügen. Es war das Weiseste, was in diesem Video gesagt wurde. Es ist egal. Aber allerdings, und das war nicht so wunderbar weise, aber es war trotzdem das Weiseste in dem Video. Ja, dann dauert es noch. Ey, ich werde jemanden anderen gönnen und der andere sagt, ich werde jemanden anderen gönnen. Ich schwöre, man würde viel länger zusammenbleiben. Hört auf die Frau. Ja. Es ist genau das. Weise Worte. Ja. Sehr weise Worte. Nächste Frage. Würdest du lieber sehr hässlich, ungeduscht, stinken, mit ekligen Klamotten zu einem Date gehen? Das klingt nicht gut. Oder lieber nackt? Nackt. Lieber nackt. Ja, natürlich. Kommt drauf an, wo das Date ist. Genau. Das ist ein ganz normales erstes Treffen. Naja, bei mir zu Hause? Nein, nicht bei dir zu Hause. In der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit. Das Ding ist, das ist ja in meiner jetzigen Realität. Bei dir ist nicht schlimm. Bei dir ist nicht schlimm. ja. Aber wenn ich jetzt nackt durch die Straße gehen würde, ja. Ey, dann gäbe es doch so viele Leute, die davon Fotos machen würden. Bei dir ist nicht schlimm. Bei dir ist nicht schlimm. Ja, die hat ja jeder schon mal nackt gesehen. Naja, ich nicht. Nur so andeutungsweise. Wir haben sie zusammen schon in ihrem komischen Video andeutungsweise nackt gesehen. Andeutungsweise. Der ist ja auch, der hat nacktes Gesicht, der hat eine nackte Arme und nackte Beine. Da ist momentan mehr nackt bei ihm als bei ihr. Naja. So nebenbei. Nee, obwohl es auch cool sein könnte, weil dann sagst du halt, ja, ich wurde dazu gezwungen, weil das eine höhere Macht bestimmt hat. Und dann Digga, dann kommst du in die Klapse. Du läufst nackt, dann wirst du gefragt. Eine höhere Macht hat mich dazu. Du kommst in die Klappe. Ja, jetzt zeig ich dir ein Wort. Guck mal, schon wieder, dass es so passieren musste. Aber weißt du, was das ist? Das ist krass deterministisch. Ja! Das kam von mir. Okay, du hast die Sicherheit, dass egal, was du beruflich machst und machen möchtest, es immer funktioniert und du super happy damit bist, aber... Ist ja schon so, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist schon so, also... Aber auch in 10 Jahren und in 100 Jahren. Aber du musst dafür jede Woche ein Hardcore-Schmuddelfilmchen drehen. Aber ich bin dann so reich, wie ich es mir vorstelle. Naja, ja, eigentlich was schon. Was du beruflich machen möchtest, ja, funktioniert, klar, ja. Was ist das für eine Frage für Katja Krasserwitze? Jede Woche ein Hardcore-Schmuddelfilm macht die doch sowieso. Das ist ja ihr Geschäft. Sozusagen. Also irgendwie. Ey, mir ist es so egal dann. Du hast ja dann sozusagen die Möglichkeit zu machen, was du willst. Einfach dich künstlerisch genauso auszuleben, ja, wie du mega. Willst, weil du alles machen und kannst. Es läuft auch alles gut. Man hat ja auch immer, ich finde, man hat so ein High wie von Drogen, wenn alles gut läuft. Ja, das Ding ist halt, nach den ersten 3 Schmuddelfilmchen reizt sich das halt so aus, dass keinen mehr juckt. So bei dem 500. Schmuddelfilmchen ist ja keiner mehr schockt so. Außerdem, ich glaube, ich würde eine gute Leistung da bringen. Voll. Ich kann das auch selber sagen.
Komm. Darf ich jetzt auch Sexual Harassment in die Runde schreien? Ja, rein arbeitsrechtlich könnte er mich echt für sexuelle Belästigung drankriegen, weil ich halt teilweise duschen gehe, während er einen Raum weiter und dann laufe ich so in Boxershorts hier durch die Gegend. Neulich habe ich gesagt, TJ, so seitdem ich Sport mache, ist mein Oberkörper echt gut geworden. Er so, ja, kann schon sein. Ich so, nein, guck hin. Guck. So, und ich meine, unter Freunden ist das normal, aber ich bin auch sein Chef. Stell dir mal vor, in einem Büro kommt dein Chef rein, zieht sein T-Shirt aus und sagt, ja, guck, wie halt geil ich aussehe. Das ist halt New Time. Ja, New Time, genau. Chef, Freund gleichzeitig. Ja, voll cool, aber... Letzte Frage, auch eine sehr verwirrende Frage, selber für mich auch. Deine Pisse ist plötzlich sehr trinkbar, sehr lecker und sehr voller Vitamine. Weißt du, wie chillig das ist? Aber du darfst nur noch deine Pisse trinken. Hey, mir doch scheißegal, Alter. Aber die ist auch lecker. Ja, voller Vitamine. Du musst nicht mehr einkaufen gehen, du kannst immer... Du machst Lulu. Du hast direkt wieder trinken, Alter. Das ist geil, Alter. Digga, ganz ehrlich. Ich würde es trotzdem nicht machen. Das ist eine Innovation. Ich würde meine eigene Limonade verkaufen. Ich fühle das nicht. Okay, das hat auch Spaß gemacht. Leute, wenn ihr die Dinge anders entschieden hättet wie wir, dann schreibt doch in die Kommentare, dass ihr es anders entschieden hättet. Schreibt in die Kommentare, würdet ihr eure eigene Limonade trinken? Oder trinkt ihr die jetzt schon? Weiß man ja nicht. Geht auf jeden Fall auch auf den Kanal von Katja. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Das ist ja eine Therapie, Eigenurintherapie. Eigenurintherapie gibt es ja, da schmeckt es halt nicht jetzt irgendwie wie Limonade, aber... Es schmeckt nach Umami. Fremdurintherapie ist natürlich ein bisschen... Blöder? Ja, man kann es ja austauschen. Fremdurintherapie hast du ja, wenn du in der Diskothek Nüsschen von der Theke irgendwie so... Das ist Fremdurintherapie. Genau. Zu dem Video. Jo, also war... ganz lustig bestimmt, wenn man es selber macht. Aber jetzt so zum Anhören. Wenn man immer so irgendwie da so... Ich sag da nichts zu. Ach, ja, komm. War okay. Also mehr als okay war es auch nicht, oder? Ach, du willst ja nichts dazu sagen. Okay. Dann sage ich Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Reaction-Video oder ein anderes Video bei Schoki Benoki. Ihr könnt mal hier so einen Daumen da lassen. Ach, ja. Da sage ich was. Ja. Oder ein Abo, ist ja auch gut. Das wäre noch besser. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Ja. Das ist doch grottenhässlich. Was will die, Alter? Die Putzfrau hier? Ach, die Putzfrau noch nicht. Was denn? Warum redest du denn jetzt auf einmal? Ah ja, warum redest du? Warum redest du jetzt auf einmal so schlecht? Das Video ist doch rum. Ach so, ja. Oder? Kann man jetzt sagen, was man... Stroh rum ist es. Apropos, was warst du saufen? Ja, hinten. Brand, ey. Hol dir mal.